Jede Zeit hat ihre Abenteuer. Das Abenteuer unserer Zeit, der Griff nach der Perfektion. Semides Renz. Die Wagen der neuen... Nersenimes. Schönen guten Morgen, meine Freunde, und willkommen bei Max Beatshop. Ja, was soll ich euch erzählen? Heute wird wieder ein bisschen speziell. Eigentlich hatte ich heute den Tag komplett für die Museumsvorbereitung geplant, weil wir sind morgen wieder am Drehen fürs Fernsehen, für Max Karschopf, Staffel 2. Also das wird wieder viel Arbeit, aber auch keine Sachen geplant. Was es irgendwie so genau ist, sage ich euch wie gesagt nichts. Aber naja, ihr wisst ja, wie das läuft. Naja, Fakt ist, ich habe jetzt eigentlich schon heute so beim Museumsaufräumtag geplant, diesen ganzen Scheiß so von mir hinzuräumen, fertig zu machen, dass alles irgendwie passt. Aber die Welt, die hat sich gesagt, das geht leider nicht, Max, du musst was tüdeln. Also einmal haben wir den Polo von gestern für den TÜV, ne, ist klar. Und zweitens hat der K30 ein großes Problem, was jetzt noch nicht so akut ist, aber was von einem Moment auf den anderen mit so einem ganz kleinen Schlagloch akut werden könnte. Was das ist, dann zeige ich euch. Okay? Bis gleich. Habt ihr schon mal, doof gefragt, ne, aber habt ihr schon mal sowas gesehen? Pass mal auf. Wild? Warum ist das so? Ganz einfach, weil die Batterie schweinemäßig schwer ist. Die hat richtig Gewicht, ne? Und diese Batterie, die hier stütze ich hier komplett auf diesem Metallklaus da ab. Und der ganze Kram ist verschraubbar. Du kannst hier alles zerlegen. Du kannst diese Scheiße abschrauben, das alles. Du kannst die ganze Front, die Kurflügel alles abschrauben. Das ist der Motor, sondern nur ein V8-Motor vor dir lief, woran du schrauben kannst. So haben die es damals beim Chevrolet letztlich ausgedacht. Mittlerweile nicht mehr ganz so einfach möglich, weil ja, wir haben ihn halt schon öfters repariert, den Wagen, und halt relativ einfach repariert. Dann haben wir ihn hier verschweißt. Da, guck. Und da hinten ist er auch verschweißt. Vor mir wurde er auch schon mal verschweißt, damit das Ding irgendwie ein Stück bleibt. Das Ding echt halt schon hart rangenommen wird, ne? Ist halt typisch ein Chevy halt, ne? Naja, aber das hier habe ich ein bisschen Angst vor, weil wenn das runterfallen sollte, runterbrechen sollte, würde das hier auf den Reifen fallen. Bam! So runter. Seht ihr das hier vorne? Ihr guckt, da ist das schon gerissen da vorne. Und das war tatsächlich vor ein paar Tagen noch nicht so, ne? Also wie ich beim TÜV war, war das noch nicht so gewesen. Das ist neu. Beziehungsweise das hat sich neu, hat sich halt gesetzt. Moin! Hat sich halt gesetzt und da muss ich mir was einfallen lassen. Ich überlege, ob ich eine Strebe baue, die rüber geht vom Rahmen an diese Batterie, also Trägerrahmen von dem Auto. Ich weiß, man schmeißt nicht unbedingt was vom Rahmen an, aber es ist die einzige Möglichkeit, das zu halten, dass es dann wieder funktioniert. Das ist so ein bisschen mein Projekt heute. Nicht komplett, aber ein bisschen. Ja, eben dazu. Das wichtigste Projekt. Dann der Polo noch, der ist wichtig. Den kann Gordon aber parallel noch eben machen. Bei mir auf der Bühne, weil seine Bühne ist zwischen 1-1 noch belegt, weil wir schon wieder Teilemangel haben, haben wir gestern wieder Scheiße mitgehabt. Wir haben Arbeiten dran und dann sind uns die Bremsladungen ausgegangen. Beziehungsweise die Bremsladungen waren in den Arsch, die gingen nicht auf. Mussten wir die komplette Bremsladung hinten links neu machen. Von Bremsladungsverteiler vorne bis hier, bis nach hinten weg. Also für den Arsch. Fliege von der Kamera runter. Psst. Ne? Also ist wie immer Scheiße sowas. Es nervt. Naja, egal. Ich muss trotzdem wieder, ich habe euch ja gesagt, ich halte mein Sportprogramm so ein bisschen ein. Dieses Thema mit dem Waldlaufen und nach Feierabend schwimmen gehen. Da war ich jetzt nach Feierabend gestern schwimmen. Habe auch 12 Runden geschwommen, also 12 Strecken, das war ziemlich gut für mich. Ich hätte auch länger schwimmen können, aber das Wetter zugemacht. Man kennt ihn. Das Wetter hat keinen Bock mehr auf mich gehabt. Können Sie jetzt mal nach Hause fahren? Ja, ja, ist okay, so eine Art, ne? Auf jeden Fall ich da am Schwimmen und tüdeln und machen und tun, ne, wie man so kennt. Und naja, Badehose angelassen, dann bin ich mit dem K30 auf Badehose wegen Ledersitze und so, brauche ich ja nicht ausziehen. Gott, der tut weh. Oha. Spillanlage, Fitspaß. Kinder unter 6 Jahren dürfen nicht rein. Okay, läuft. Bestes Ding. Naja, ich laufe mal andersrum den Wald. Ein Abwechslung am Leben. Naja, Fakt auf jeden Fall ist, ich habe so gefahren, habe meine Badehose genommen und mein Handtuch, habe so an K30 gehangen und sonst über Nacht trocknet. Natürlich ist heute Nacht die einzige Nacht gewesen, wo es regnet. Alter, Hundekämpfer. Was ist los hier?
Ja, und naja, so ungefähr ist das. Ja, aber wieder, ich habe mein Rührei gegessen, leider mit Schinken. Fand ich, haben die sich geirrt hier, die Leute, die da arbeiten, weil die hat mich noch nicht getroffen mit meiner neuen Lebenseinstellung. Rührei ohne Schinken, gut für Ernährung. Ah, gut für die Scheißerei, jetzt sind ganz voll Rührei mit Schinken. Grund mehr, dass ich noch ein bisschen weit latsche. Jetzt mache ich durch meine Runde, das sind immer so ungefähr 2,5 Kilometer, die ich jetzt tüdel hier. So ein Stechschritt, relativ fix, so wie jetzt. Ne? Erstmal, weil ich keinen Bock und keine Geduld habe. Und zweitens halt, weil ich jetzt von mir her tüdel. Und dann geht's wieder in die Firma und nach Feierabend geht's wieder ins Schwimmbad. Ich muss die Klamotten irgendwo aufhängen zum Trocknen. Scheiß Regen, Alter. Hängt die da wieder an K30 dran. Die werden hoffentlich regnen heute über den Tag nicht. Und dann geht's wieder ins Schwimmbad. Geht's wieder eine Runde schwimmen. Und dann komme ich wieder um 6:30 nach Hause. 7, meine Frau unterstützt das, damit ich länger draußen spielen darf. Aber läuft bei mir. Gut, genug erzählt. Ich habe gesehen, Probleme haben wir genug. Ich muss heute noch alles fertig machen fürs Museum. Ich muss heute noch Buchhaltung machen, das ist ganz wichtig. Wir liegen nämlich alles auf dem Tresen, auf dem Tisch, gestapelt. Also schon doof. Und wir brauchen dringend neue Aufkleber. Ich habe mich hier schon genervt damit, aber der hat momentan auch so viel zu tun. Ich fahre auf jeden Fall nächste Woche bei ihm vorbei, weil dann hole ich diesen Volvo S60 ab, der für den Kunden ist, der den ML geschrottet hat, damit er wieder zu fahren hat. Weil er selber ist echt in Ordnung und ich mache da so eine Nullnummer raus. Obwohl doch, Nullnummer nicht. Wenn ich eine Nullnummer machen würde, dann würde ich tatsächlich hier, ich verkaufe den ML wieder. Ne? Den kann ich noch ein bisschen, ne? Aber trotzdem doof. Ich habe immer wieder, oder ich baue da wirklich einen 9430er Motor ein, Alter. Und dann fahre ich die Kiste weiter oder verkaufe die wieder weiter. Ich kriege ja einen 430er Motor. Aber bau den mal da ein, da kommst du eh nicht zu. Schweres Ding, Mann. Guck mal, mit einem heilen Motor ist die Kiste wieder 3,8 oder 4 Scheine wert. Ne, ohne Motor ist sie vielleicht 800 wert, wenn es hochkommt. Wegen der Katz. Ach, ist doch ärgerlich. Echt ärgerlich. Nervt. Ich hätte ihn gerne noch mal die nächsten 4 Jahre fahren sehen, weil da haben wir echt viel Arbeit reingesteckt. Gut, weiter geht's. Ich laufe da mal. Ich glaube, das ist nicht so euer Content. Aber es ist halt mein Leben, Alter. Ich nehme euch halt mit und erzähle euch, wie es bei mir so läuft. Und das ist halt so unter mein Ding. Dass ich meinen Fettranzen loswerden muss, weil ich dauerhaft Rückenschmerzen habe. Das ist eins davon. Weil ich kann mir keine Rückenschmerzen leisten, Alter. Ich bin selbstständig und privat versichert. Billigster Tarif. Da muss ich gesund bleiben, weißt du? Jetzt laufe ich mal links ab. Da war ich gestern einmal erst. Und ich finde hier ein paar neue Wege hier. Ein paar neue Mittel und Wege. Alles, was geht. Wir denken auch, ich bin bekloppt, ne? Weißt du, ich bin so ein Typ, weißt du, ich renne hier durch den Wald wie ein Berserker so. Weil zu fett und so. Und unsportlich, ne? Und ich gehe die ganze Zeit mit sich selber. Läuft. Ich will ja sagen, ne? Dieses neue sportliche Dings, Maskgetüle, dass ich hier gegenlaufe und ein bisschen auf Sport und viel schwimmen und sowas, ne? Und ein bisschen weniger fressen. Mein Kopf steht da voll nicht drauf, Alter. Ich hab voll Migräne immer von. Wie blöde. Mal gucken. Egal, ich bin gleich fertig mit meinem Lauf hier. Hälfte habe ich jetzt. Hier ist schon ein bisschen mal einen Kilometer gelatscht. Der Wald ist nicht gerade groß, aber wenn er groß aussieht. Kann ich mal empfehlen, wenn er mal im Friedeburg seid, Strother Forst. Das ist ein erstaunlich tüdeliger Wald und der ist sehr übersichtlich. Der ist so ganz schnell durchgelaufen. Und ist aber mitten im Ort drin, das ist das Witzigste daran. Völlig mittendrin. Noch voll künstlich, ne? Sie sofort einfach Bäume hingepflanzt. So dicht wie es geht, sieht man. So, fertig ist der Wald. Parallel dazu übrigens mal erzählt, nicht zum Wald oder so, das sehen wir es eigentlich durch jetzt. Ich habe ja heute den Whisky-Kunden, den Whisky-Passat-Kunden, der das Ding haben will. Ja, ob der heute kommt oder nicht. Bin ich gespannt, weil ich habe mir schon eine Woche reserviert den Wagen. Wenn er heute nicht kommt, ist das Thema Passat für ihn erledigt. Dann kommt er gleich ins Netz. Also wird ein sehr, sehr interessanter Tag. Auch wenn es ein bisschen tüdelig wird wieder, weil absoluter Alltag. Aber bin gespannt, weil den muss ich loswerden. Ich muss den loswerden. Den Kadett, der geht wohl nach Ingo. Der ist schon so gut wie los. Und hier, ja, der andere, der Megane. Mal gucken, habe noch kein Anbiss für gehabt bisher. Auf eBay noch gar nicht. Steht für 1,8 drin, mit neuer TÜV, 124.000 Kilometer. Also eigentlich okay, ne? Vom Händler, für einen Megane, der echt gepflegt ist. Also außer das Fahrrad, das war die schlimmste Zeit für den Wagen, so ein bisschen. Aber davor war der halt wirklich nur gepflegt worden. Und mit Rechnungen dabei und Zahnriemen gemacht und einzig und zack. Aber ich weiß nicht, mal gucken. Also ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. Ich lasse das mal eine Woche so stehen. Dann können wir den Preis noch runtersetzen. Aber momentan ist so ein bisschen der Automarkt für Handschaltautos ohne Automatik schwer. Alle haben keinen Bock mehr auf Handschalter. Verstehe ich gar nicht. Was ist mit Deutschland los? Wir waren früher das Nummer 1 Land der Handschalter und jetzt fahren sie alle Automatik. Haben keinen Bock mehr auf Schalten.
Naja, gut. Gut für mich. Da kriege ich billige Gurken für mich selber, ne? Aber was mit dem Golf 2 Automatik? Wer wollte früher mal einen Golf 2 Automatik haben? Jetzt wollen sie alle haben. Ist ja voll beliebt. Weißt du, so Kisten so. Unglaublich, wie die Zeit sich verändert. Oh, 2 Anrufe in Abwesenheit, wenn ich halt mal geschnackt habe. Kriegt man voll nicht mit bei dem Handy. Gute Zeichen. Aber zurückgerufen geht nicht ran, aber ich schätze mal, dass wir nachher ein Passat weniger haben. Ich glaube, es ist mal langsam Richtung Auto. Nur noch 10 Minuten von hier. Und dann gucken wir mal, ob wir heute noch einen Gurkendeal machen können. Ne? Kriegen wir einen Audi A3 als Zahlungnahme. Der Deal ist gar nicht mal so gut, finde ich tatsächlich. Aber er braucht eine ordentliche Kiste. Ich habe ihm gesagt, das war eine ordentliche Gurke. Und er meint, kann ich mit leben. Also was soll's. Oh, ist der Kunde. Hat mich gerade angerufen. Ist der Passatmann. Der Passatmann hat Bock auf den Passat. Läuft doch. Würde ich sagen, dann übergeben wir ihm mal die Papiere von dem Ding. Machen ein bisschen Papierkram mit ihm. Und dann kann er das Ding anmelden, fahren, dann hat er heute Abend eine neue Karre. Und wir haben Audi A3. Wie gut dieser Audi A3 ist, weiß ich noch gar nicht. So auf jeden Fall ein bisschen Öl saufen. Aber das tut, glaube ich, unser Passat auch. Und es ist ein 1,6er Audi A3. Klar, dass der Öl säuft. Das tun sie alle. Da lebst du entweder oder kaufst du ein anderes Auto, weißt du? Das sind die beiden Varianten, die du hast. Da ist er, unser Audi A3. Für den Anfang. So. Bin wieder zurück. Habe gerade den Passat verkauft, jetzt will er gerade den anmelden und kommt nachher wieder und tüdelt das. Ich muss aber sagen, wenn man es finanziell sieht, war das kein Geschäft, das Auto. Ne? Das war einfach nur so, weil er mir sympathisch ist und vielleicht kann ich es 5x50 mit der Entzahlungnahme machen. Guck mal, wir haben hier jetzt einen Strich 8. Man kennt ihn. Ne, dahinter. Ne? Man kennt ihn doppelt. Oh, er hat Wassertropfen aufgehört. Meine Kur hat funktioniert, meine Gurkenkur. Tropft jetzt ein bisschen Öl, läuft. Hier, meine Badesachen für heute Abend sind schon am Trocknen. Und hier ist der neue Audi, das neue Gerät. Audi A3, ich glaube frühes Baujahr, ich habe keine Ahnung. Ist das 2000er vielleicht, wenn es hochkommt. Aber steht ganz gut da, so, wenn ich so gucke. So. Ja, ich meine, das ist auch eine Gurke. Der hat auch gesagt, den gibt er deswegen auch ab, weil er halt ein paar Tüdeldinger hat. Und das säuft halt ein bisschen Öl. Und ich sage, das ist ein 1,6er Audi. 1,6er Audi saufen so Öl. Und er hat den gleichen Motor jetzt in Passat. Ich sage, da kannst du so viel Öl weiter reinfüllen. Ne? Auf jeden Fall geht aber Fußball vorne noch auf. Erster Mangel Funks hat vor aus dem Arsch, oder? Jo, aber Audi, läuft. Hauptsache Audi. Mit der Hand aufschließen die Kiste. ZV geht, sonst geht's ja aber. Hier kam das mal bei der Rina, ist schon Facelift, hat schon die anderen Türgriffe. Da ist er, 243 gelaufen, 1,6er Maschine. Nicht gerade so der Knallerbock. VW Softlack drin, kennt man. Dafür aber Klimaautomatik. Ob Klima geht, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Können wir mal testen. Sportauspuffanlage hört man sofort. Motorlampe ist Intlu. Kein Sprit drauf, ist auch Intlu. Hä? So kein Sprit drauf, der hat einen Vierteltank. Junge, hat der Sound. Keine geile Karre. Keine Sorge, der ist warm. Aber er klingt ein bisschen wie ein Diesel. Hört ihr das? Der hat so einen Diesel-Sound, hat der irgendwie. Der hat aber keine Kette. Aber der hat wesentlich ESP und sowas. Also das ist auch jetzt nicht der Deal meines Lebens, die Kiste. Oha. Drehzahl geht hoch. Low. Klima an. Auf kalt. Die Klima geht? Ich glaube nicht. Bezweifle ich. Nee, Klima geht nicht. Klima is not working. Aber ein cooles Bluetooth-Radio drin, das ist schon mal ganz cool. Sonst gucken wir, wie die Kupplung ist. Wir machen gerne mal Probleme, die Dinger. Fettsaver. Geht, schon mal cool. Kupplung, Handbremse rein, dritter Gang. 2000 Umdrehungen. Oha, Drehzahl kann er. Kupplung ist gut. Bin so abgewürgt jetzt. Das ist schon mal okay. Des Whisky-Passats tüdeliger Nachfolger. Technik ist okay. Sollte eine Motorlampe mal auslesen. Wahrscheinlich Lambda oder sowas. Oder wieder haben. Wahrscheinlich ist es so ein Auto, was eine ewige Motorlampe hat. Oh, der ist okay, ne? Aber das kann es immer so am Segen. Das ist normal. Ich
bin die gestern aber ein bisschen zögerlich. Guck mal, wenn du Gas gibst. Oh, sonst ist okay, die Karre. Das ist übrigens hier Harry sein Museum, was er aufgekauft hat, komplett. Alles, was sie haben. Ist okay, er klingt ein bisschen der Diesel da so ein bisschen, für die vom Sound hier. Ich weiß auch gar nicht warum, aber hat er schon ewig, hat er gesagt. Ich werde so ein bisschen so, hat er da Spätzündung und der andere Passat, der Whisky-Passat hat eine Frühzündung. Hört ihr, wenn ihr so hört? Hey, Pong, Tür ist mal nochmal gegen gewammelt. Das ist ein Sound, ne? Sehr interessant, ne? Aber ich finde ihn nicht schlecht. Ich glaube, den haben wir relativ schnell getüfft und relativ schnell wieder auf die Straße. Hier wäre der Vorsitzer halt, braucht ein größeres Auto. Und hier, der hat auch keinen Bock mehr auf die Kiste hier, dass der wieder aufgeht. Hä? Das kann ich nachher gucken, hin mit Schlüssel. Ist okay, die Kiste. Ist halt ein alter Dings, also nochmal, alter Audi A3. Aber ich sehe hier tatsächlich eine nicht so mega alte Bremsanlage. Dann sehe ich hier vorne eine nicht so mega alte Bremsanlage, wo ein bisschen eingelaufene Bremsscheiben hat der, aber davon sind die Plätze neu. Das drüben wird genauso aussehen, schätze ich mal. Gucken wir mal da. Da ist okay. Da auch. Weil die ersten TÜV-Kriterien hat er schon mal erfüllt. Funktioniert vor. Oh, die geht auch. Ha, gesehen? Ist das hinbekommen. Schön. Was ein guter Tausch war, weiß ich jetzt nicht, aber ist okay, kann man nicht meckern. Was soll ich groß meckern, Alter? Meckern kann ich auch im Bett, zu Hause, weißt du? Mal gucken, was für Gordon so abgeht. Ja, das auch optisch mäßig gesehen so, ne, die Dinger. Da habe ich die Scheibe wieder reingezogen, seht ihr, aber das ist scheiße, die Dichtung hat sich aufgelöst. Wir haben die alte Dichtung wieder genommen und hier, naja, die hat sich abgeschält. Die hängt jetzt irgendwie drin, ne, aber man will jetzt nicht sagen, dass sie gar nicht drin hängt. Ja, aber die hängen nur so halb drin. Das heißt, ich bestelle eine neue Dichtung, die muss nochmal raus. Das ist besser. Allein schon, weil die sich über die Jahre zusammenziehen und dann so gehen. Bei der Gurke habe ich das mal gemacht, Alter. Da habe ich Schwein gehabt, dann ging das so wieder auf Null zurück, ne? Aber so bei 200, 220 kann sein, dass sie mal rausfliegt. Genau. Ja? Ich gehe mal eben eine bestellen. Das wäre so eine Sache. Aber dann will ich gleich bei dem gleich einen Batteriehalter für den K30 bauen. Wie ist das hier gebaut? Für den wackelnden Scheiß. Aha. Die müssen auch nicht, die brauchen wir nicht mal ran, die Scheiben, mit diesem Fritte. Nein. Mal gucken, ob wir welche im Lager haben. Die sind einmal rasiert. Ich geh mal eben schnell. Also, Alter, momentan trappt. Die Kamera, die da an war. Ja, ich hab deine gerade gefilmt, ja? Alles klar. Passt du das an dein Video, dachte ich? Ja, alles ist gut. Ne? Also, wie es genau hier gelaufen ist, könnt ihr alles bei Gordon verfolgen, wenn Gordon sein Video wiederkommt. Ja. Ne? Ja, aber macht doch irgendwie Sinn, ne, oder nicht? Ist doch ganz cool, da hat man so die Woche nochmal als Recap oder halt so vorher, in dem Fall jetzt nachher, es läuft. So, ich mach mal eben schnell Dichtung bestellen, die kosten auch nicht viel für die Dinger, aber die müssen halt bestellt werden. Und hier, ja, zwei neue Scheibenwischer, ne? Bei meinen Gurken, weil ich da jetzt alte Scheibenwischer rambastel, die nicht mega hundertprozentig wischen, ist das scheißegal, weil ich fahre die ja, das ist mir total Wumpel, ne? Aber wenn ein Kunde von mir einen neuen Trabi kriegt, einen neu gemachten Trabi, kriegt auch neue Scheibenwischer. Fertig. Sehe ich so. Weiß nicht. Ne? Ist doch eine Kundengeschichte. Dann müsste auch der Kollege wiederkommen mit dem Whisky-Passat und seinem Kennzeichen, den anzumelden und loszufahren. Bin gespannt, wie viel Spaß der hat. Ich habe gesagt, da sollen wir den Ding bloß in Ruhe lassen. Weil der war echt so günstig. Aber weißt du, wie das ist. Mal gucken, wie das Leben des Whisky-Passats so weitergeht. Sehen wir alles, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall sind wir ihn bald leider los. Bin ein bisschen traurig. Ich mag ihn eigentlich. Man muss ja sagen, wie es ist. Ne? Für Trabantwelt lohnt sich das schon hier, weil ich hier tüdel. Ne? Weil, Alter, ich bestelle ja fast alles nur da. Alter, was? Die wollen für Scheibenwischer 49,90 Euro haben? Da kriegt ihr aber Heckscheibenwischer vom Polo, wollen die mich jetzt verarschen? Nee, das könnt ihr vergessen. Nee, das gibt's mit mir nicht. Wir brauchen Trabant. Scheibendichtung erstmal. Scheiben. Ich habe auch noch auf dem Dachboden liegen, eine alte. Aber die wollte ich eigentlich für mein eigenes Repertoire lassen. Da habe ich gedacht, ich hätte lieber eine neue. Besser, wenn der eine neue kriegt. Und meine Gurken, die können auch ohne, weißt du? Hallo, warte mal, suche. Radbremsdichtung.
Frontscheibe. Frontscheibe. Egal, ich mach mal fertig. Das war teuer, ne? Will ich 49,90 mit Wischerarme. Was soll ich denn mit Wischerarm? Nee, da gehe ich lieber in meinen Fundus und mache mir ein paar alte Wischer fertig. Mach da neue Gummis dran. Fertig. Ein Bonbon selber. Bei 50 Euro wische ich nicht ein. Er hat schon die 40 Euro für die hier, für die Scheibendichtung, finde ich schon hart. Das ist wirklich nur ein Stück, weißt du, guck mal, das ist ein Stück Gummi eigentlich. Naja, egal, die haben es halt neu, das sind halt die einzigen. Das ist ja ein Vorteil. Ich kaufe das jetzt eben, dann kommt was die Tage an und dann geht das weiter. Ja, das ist halt eine richtige Restauration, die Karre. Ne? Ich stecke schon richtig, wenn man das mal so mit hier, mit geldtechnisch rechnet, stecke ich schon ganz schön tief drin in der Karre. Ne? Also ich habe jetzt schon locker 300 Euro an Teil reingebuttert. Was für so ein kleines Auto, ne? Viel ist, finde ich. Was meint ihr? 200 Ad. Ja, wir gucken. Wir gucken jetzt mal, was passiert. Mein Handy vibriert auch schon wieder. Und es sind nur Nachrichten, das geht ja noch. Das kann ich mir noch leisten. Eine Zeit hier. 6,90 Euro Versand. Ja, kriegen wir hin. AGB und Datenschutz haben wir auch am Start. Naja, ist viel Gefummel, ne? Wirklich viel Gefummel. 46,80 Euro. Junge. Aber haben wir es neu. Wie gesagt, den Wagen verkaufen wir halt. Und da sehe ich halt ein bisschen anders halt. Ne? Wenn ich den jetzt selber fahren würde, wäre ich ein bisschen... Was fallen die denn von mir? Hä? Einloggen? Egal, ich mach mal eben. Das ist schon wieder alles tüdelig. Also echt. Achso, soll ich mal den größten Fail des Jahres erzählen? Aber das ist echt ein harter Fail. Das ist mir auch fast schon peinlich. Wisst ihr noch, wo ich bei Mopar Parts Teile bestellt habe für den Plymouth? Und sage, ich sind 3 Tage da. Ich habe mich verguckt. Komplett verguckt. Die Teile für den Plymouth, die neuen Zündkabel und so, darauf jetzt alle warten, bis diese Dinger endlich ankommen, dauern 1,5 bis 2 Monate, bis sie ankommen. Kommen extra aus den USA eingeflogen, die scheiß Dinger. Na toll. Ich habe mich verguckt. Und die Zündkerzen wollten früher kommen, kamen sie aber nicht, weil irgendwie nicht lieferbar. Oh, Alter. Ja, da habe ich 160 Euro erstmal umsonst ausgegeben für Sachen, die halt 1000 Jahre noch brauchen, bis sie ankommen. Super toll für mich, freue ich mich richtig drüber. Da ich aber so viel Geduld nicht habe, weil ich den Wagen ja nicht unbedingt jetzt mitten in der Halle stehen haben will die ganze Zeit, ohne dass es irgendwas damit passiert, das wird schon nervig, wenn das ein Museumstag, wenn der jetzt hier mitten drin steht. Weil dann will ich jetzt nicht wegschieben. Aber mich jetzt entschieden, dass ich das jetzt so mache, dass ich es nochmals bestellt habe gestern Abend. Ich habe hier tatsächlich richtig suchen müssen. Also ich war locker 2 Stunden am Suchen für die richtigen Zündkerzen und Zündkabel. Jetzt habe ich nochmal 100 Euro ausgegeben für billigeres Zeug, um das dann hier letztendlich dann in 3 oder 4 Tagen hier einzubauen, weil ich will den Wagen jetzt ja nicht 200.000 Jahre hier so liegen lassen. Das macht keinen Sinn. Da soll ich jetzt 2 Monate hier stehen lassen. Das ist ja voll dämlich. Das heißt, wir kriegen die ganzen Teile. Die Teile kriegen wir trotzdem vom Mopar Parts. Die werde ich auch, denke ich mal, nicht zurückgehen lassen. Die werde ich behalten. Ich werde in eBay Kleinanzeigen reinhauen, weil ich kann mit euch wetten, es gibt sicherlich irgendwo einer, der so eine Urne hat und sie dann sagt, scheiße, lange Versand, dann verkaufe ich lieber selber weiter. Mal gucken, ob es klappt. Aber Fakt ist, ich habe auf über ganz, ganz viel Geld verbrannt in ganz kurzer Zeit. Scheiße. Und die Fahne habe ich noch woanders billiger gefunden. Das ist auch viel schlimmer daran. Das ist das Taggelenk für den Polo da. Ihr wisst, den Polo, den wir hier heute aus dem TÜV fahren müssen. Das ist schon mal ganz cool. So, aber auf den Haufen. Ich muss dringend noch Rechnungen bezahlen und Dinger machen. Das ist halt unglaublich. Das ist so viel Scheiß. Und vor allem mit der Buchhaltung machen, Mappen umsortieren. Ich bin da locker über 1 Stunde bei, statt 2 Stunden. Muss noch Sachen an meinen Steuerberater schicken. Will ich alles noch machen, bevor jetzt die Story mit dem Fernsehen morgen weitergeht. Und vor allem, bevor hier das Museum weitergeht. Wir müssen auch noch vorbereiten. Das hatte ich jetzt schon in K30 machen und danach geht es eigentlich schon in Museumsvorbereitung, damit das alles safe ist. Nur halt, ich habe keinen Bock, so durch die Gegend zu fahren. Der braucht mindestens 2 Stützen, die das irgendwie festhalten, damit es nicht in den Arsch geht. Das habe ich auch von der Bühne runter bei Gordon, weil das ist Gordons Part. Und dann läuft das schon irgendwie. Ich glaube, eine Wasserflasche. Ich trinke jetzt aber am Tag immer Wasser. Aus einer großen 1,5 Watt PET-Flasche. Wie am Abend mal einen Kaffee ohne alles, aber die ziehe ich durch, ne? Wo ist die scheiß Flasche hin, Alter? Ich hab die schon 3 Flaschen verschlammt innerhalb von 4 Tagen. Wenn ich die mal irgendwo hinstelle und dann ist sie weg. Weißt du, und ich muss immer, weißt du, das Ding ist ja halt in der Gurkenhalle, wenn du mal irgendwas suchst, du musst halt dann wirklich Kilometer laufen, ne? Also das frisst dann richtig Zeit.
Was in meiner Werkstatt, oh, liegt das, oh, da liegt das ja fertig. Und ich, da scheiße, ich liegt auf dem Poller am Tresen. Oh, vielleicht bei Gordon in der Werkstatt. Oh, vielleicht vorne im Café, weißt du, so in der Art. Und dann rennst du dir richtig einen Ast. Guck mal, ich bin ja auch umsonst hierher gelaufen, weil ich die nämlich auch nicht. Egal, ich mach mir die Cola-Flasche hier fertig, die 2 Liter hier, die mach ich jetzt leer. Und dann wird die gleich mal umgetankt. Und dann passt das. Oh, guck mal, hier liegt sie. Jetzt habe ich die. Aber auch gerade schon viertel leer gesoffen. Mal eben so auf den Schlag. So, jetzt geht's hier los, weil das soll ein bisschen Sinn ergeben hier. Ich habe ein bisschen Angst, wenn wir den Ding da am Fahrrad, dass mit der Batteriekraft noch runtersiegelt. Muss nicht sein. Also ich sag mal, die Tatsache, dass das alles nicht so ganz dicht und toll ist, ist sowieso immer so, ne? Aber wir müssen jetzt was bauen, was diesen Batteriekasten abstützt. Dass der Kasten ja nicht mehr wandern kann, dass der hier einfach hochgehalten wird. Und das, ich muss ihn halt nicht verbinden mit dem hier, mit dem Blech hier, sondern halt verbinden mit dem Rahmen, mit dem Leiterrahmen, der hier sitzt. Also wahrscheinlich werde ich ihn verschweißen. Ja, also nur ganz leicht halt, ne? Das ist nicht halt die beste Methode jetzt, sag ich mal, den Scheiß so zu verschweißen. Da steht man nicht ganz so drauf als hier Fahrzeugbauer oder so. Aber naja, ist halt der wenigste Aufwand. Und zweitens, ich denke für das, was wir tun, die beste Lösung. Einfach Batteriehalterung abzunehmen. Hier ist die Pluspolabdeckung. Panzertape. War beim TÜV noch drauf. Beim TÜV müssen wir nur abmachen wegen Abgas. Die Drehzahl ja irgendwo herkriegen von der Gurke. So, Spanngurt runter. Funktioniert. Jetzt kommt die Batterie gleich erstmal raus, damit das Gewicht da runter ist. Und dann gucken wir mal, wie wir das irgendwie tüdeln können. Weil das muss gemacht werden. Das ist sonst scheiße. Das ist alles ganz schön in den Arsch. Die Batteriehalterung, siehst du das? Boah, der ganze Kohl ist schon coated. Der ist sehr coated. Siehst du das? Ja. Ich habe ihn rausgenommen. Ich habe mir gedacht, ich brauche eine Stütze von hier auf dem Rahmen drauf. Dass du also auf dem Rahmen abstützt in 2 Ecken. Dann verschweiße ich das hier wieder alles ordentlich, dass das hier vernünftig sitzt. Ja. Und dann macht er wieder halten. Ja, genau. Dann hält er wieder. Also die einzige Möglichkeit, die ich für dich sehe, ist hier im Rahmen abzustützen. Alles andere ist ja nur Blech. Die Batterie ist halt sehr fett, ne? Du kannst da 3 Batterien draus machen. Anna wollte ich, will ich die jetzt nicht unbedingt missen. Also eine kleine Batterie da reinzubauen, wäre nicht scheiße. Die ist für Starthilfe und so ein Scheiß so geil, die kannst du ewig benutzen für alles. Oh, die hat ein hartes Leben. Ja, das, ja. Ja. Die ganze Karre hat ein hartes Leben. Aber überleg mal, wann der mal, was das allein für Kräfte wirken, wenn du mal eben so durch ein Schlagloch fährst mit der Urne. Ne? Weil der ist ja total hart. Aber jetzt mal wirklich, wie das hier reißt und alles. Ja. Ich meine, das Gewicht ist, ne? Ja. Ist ja klar. Kann man sich deswegen, ich kann den nur am Rahmen abstützen. Der Rahmen, der ist relativ starr. Alles andere kann ich nicht bringen. So, eine Strebe irgendwie da unten. Ja, ich baue mir gleich irgendwas, was ich dann runterpacke, von da, was hier so schräg rangeht. Und dann wird verschweißt. Ja. Und das ist gut. Dann hält das für immer. Das hat man hier ja auch schon mal versucht. Ja, stimmt. Da haben sie nur in der falschen Ecke festgemacht, die Strebe. Ja, am Blech halt. Das hängt halt am Kurven. Nee. Das reißt, irgendwann reißen die letzten 5 Schrauben, die das festhalten, noch in der Abreißung, da liegt der Scheiß auf dem Boden. Ja. Oder auf dem Radkasten. Du fährst gerade mit 80 und dann fliegt die Batterie auf dem Radkasten, Alter. Das ist total Schaden. Da fliegt der ganze Scheiß immer Ohren. Intensive Explosionen und alles, was geht. Knallgas. Das ist immer böse, ne? Ja. Das stimmt. Ist das? Ja, und dann brate ich den hier an. Ja, ein bisschen mit Licht. Warte, guck mal. Ja, Licht hole ich da erstmal markieren. Warte, hol mal einen kurzen Stift. Für der Flachstahl dafür, für das, was ich vorhabe. Thank you.
Hab schon mit der Flex mal ein bisschen was sauber gemacht hier. Hab das hier schon mal blank gemacht hier vorne, wo ich ein paar Punkte machen will. Hab dann hier, will ich ihn ansetzen. Sieht man ja sogar schon wo. Dann soll er hier rangehen. Dann soll er den ganzen Bums ein bisschen hochhalten. Ich will aber dann noch einen Wagenheber, einen kleinen vielleicht, einen Handwagen, einen Kuppelwagenheber hier unterpacken und wird diesen ganzen Radkasten auch ein bisschen hochdrücken. Wisst ihr, damit er ein bisschen in seine Position kommt, weil ich es auch ganz gerne auch mal hier verschweißen möchte. Ne, wenn wir Schrauben, die gibt es nicht mehr. Für das verschweißt hier, damit es hier einmal ordentlich hält, damit es auch nicht mehr wandern kann, das Ding. Muss ordentlich festsitzen. Bei dem Auto ist ja mal so, entweder wird es geschweißt oder gar nicht. Das soll für die Ewigkeit halten. Wir fangen erstmal an, das ohne unten zu befestigen. Und da ein bisschen Stabilität reinzukriegen in den ganzen Bums, würde ich sagen, oder? Dass er hinten nicht mal abhaut. Jetzt haben wir einen Wagenheber genommen, so einen kleinen Kurbelwagenheber. Und drückt damit das Blech hier einmal komplett ran. Und dann verschweiße ich das einmal. Den paar Punkte. Dann ist es mega fest, weil ich will ja nochmal hier auch nochmal ranbiegen und das hier hochholen. Weil mein Rad schleift manchmal aufgrund dessen. Und das darf nicht. Weil er abgesackt ist. Das ist auch der Grund, warum es mal aufgefallen ist beim Fahren. Weil das halt irgendwann geschliffen hat. Und ich denke, hä? Okay, jetzt sind da vorher doch gar nicht geschliffen. So, das ist fest. Das hält. Jetzt mache ich den Wagenheber mal hier unter und drücke den hier hoch. Und dann fangen wir an, die Versteifung zu bauen. So, der drückt ihn jetzt hier hoch. Da kam mir noch einiges. Und jetzt will ich die Versteifung bauen zum Rahmen hin. Das heißt, ich werde jetzt irgendwie den hier jetzt so setzen, ne, andersrum. Das ist echt schon angeschrägt. So setzen, da wird er angepunktet. Dann läuft er genau so. Und so hält er dann diesen ganzen Scheiß fest, dass er nicht mal absackt. Das ist kein Spiel mehr, alles fest jetzt. Das nicht hält, fass ich auch nicht weiter. Das wird bombig halten. Richtig bombig. So, Wagenheber unterweg und mal ran wackeln. Dass ich das hier noch festschweißen muss, ist klar. Ne? Und kann ich jetzt auch eben schnell machen, bevor ich ihn wegmache. So, was habe ich hier? Das Ding verschweißt, ist alles schon weg. Jetzt sitzt jetzt Bombe fest. Ne? Hier lief wieder mal hier nochmal einen ranzusetzen, aber eigentlich braucht er es gar nicht. Die eine Streber reicht schon. Die Batterie hinten ist ja alles fest. Ne? Hinten ist ja wieder gegengesichert, oder? Gucken wir mal. Ja, hinten ist gegengesichert. Ich mache nochmal vielleicht mal einen Punkt. Scheiße, ich muss hier nochmal einen Punkt machen. Ich habe gerade schon hier Rostschutzlack drauf gemacht. Und Fluidfilm. Seht ihr das Zeug hier? Das Fluidfilm. Das ist ein ziemlich geiler Rostschutz für sowas, ne? Auf jeden Fall muss man K30 vielleicht noch mal ein bisschen. Oh, ich habe noch. Immer noch. Doch, ich habe noch Grau. Scheiße. Also, ich mache meinen Flecktarn da, weißt du, mit dem hier. Mit dem Braun, obwohl ich dieses genaue Grau noch habe. Das ist das Grau. Das ist das K30 Grau hier, das hier. Dieses hier, was hier gekommen ist. Scheiße. Ich habe noch eine Dose gehabt. Ich will mal kurz ein bisschen kaschieren hier. Sieht dann scheiße aus. Ja, scheiße sieht sowieso aus, ne? Warum nicht mal reden? Oh, das ist genau das Grau. Oh, ärgerlich. Könnte diese ganzen braunen Flecken jetzt grau machen, aber will ich gar nicht. Ist mir relativ egal, ne? Soll ja kein optischer Sieger werden, das Auto hier. Das soll einfach nur funktionieren und meiner Firma was nutzen und dabei noch ein bisschen Spaß machen, weil ich fände ihn echt gerne. So, egal. Das passt. Der Halter ist schon mal gegurkt jetzt, ne? Die Batterie, die hält sich dann halt wieder fest hier und gut ist das. Kann man mit arbeiten.
um die Batterie da halt wieder hochzukriegen. Da habe ich jetzt schon wieder ein Graus vor, weil die wiegt richtig was. Und die musste halt raus. Ich kann da halt nicht rumschweißen, weißt du, wenn eine Batterie neben ist. Wenn der Batterie entwickelt, wenn du Pech hast, Knallgas, dann fliegst du mit der ganzen Scheiße in der Luft. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Aber das funktioniert jetzt wieder. Der Halter müsste gehen, der ist am Rahmen dran. Ich habe natürlich relativ hart verschweißt, aber muss sofort halten. Aber das kann man ja auch relativ schnell wieder rückgängig machen, wenn es drauf ankommt. Ja, und den Wagen selber betrifft das nicht. Seht ihr ja, guck, hält Bombe. Muss das sein. Gut, Batterie wieder rein und mal gucken, was dann passiert. Bin sehr, sehr gespannt. Hammer, Kiste. Da kommt nicht viel raus, ne? Ja, U-Schutzpistolen sind so ein bisschen, die haben mal Bock und mal nicht. Übrigens, danke dafür, ne? Die waren ein Fan-Paket. Von dem man den Bayern merkt. Ne, die geht super. Also dafür, besser als meine alte auf jeden Fall. Weil die gehen nämlich gar nicht. Habe ich noch eine mit so einem kleinen Tank dran. Die ist auch furchtbar. Man kennt ihn. So, jetzt mit Schweißen bin ich jetzt durch. Das geht jetzt ausmachen. Das kann ich so lassen. Ich mache hier gleich eine schöne Sickernaht noch lang und nochmal Farbe oben drauf vielleicht, damit es ein bisschen schöner aussieht. Und das hier kann alles so bleiben. Das müsste eigentlich jetzt wieder seinen Job machen. Problemlos. Und die Batteriehalterung fällt nicht mal ab. Und wir können jetzt eigentlich wieder Offroad fahren mit der Kiste. Weil wenn wir fünfmal besser im Gelände, dann fällt ja original Offroad die Batterie ab, Alter. Nichts wäre peinlicher. Fertig. Hält. Hält Bombe. Da kann man wieder arbeiten, oder nicht? Was meint ihr? Ist ja ein bisschen sicher noch. Ich schmier nochmal eben diese eine Kante hier ein bisschen ab, damit die ein bisschen besser aussieht. Und da kein Wasser reinspritzt. Und dann bin ich eigentlich mit der Scheiße schon mal durch. Ist ja nicht so, dass es nicht weitergeht, wenn ich genug Arbeit habe. Aber immer schon mal ein Ding. Hier ist bei dem Kopf, ist der Polo, dass er zum TÜV kommt. Aber Gordon ist gerade noch im Unterbodenschutz von dem 1-1er-Trabi dran. Aber ist nicht schlimm. Gell? Die Dekra hat heute auf bis 18 Uhr. Wirst du 16 Uhr da aufschlagen oder ich muss für die Kinder noch holen. Ah, mal schauen. Ist doch ein bisschen enger werden alles. Aber der neue Spurschaumkopf ist schon mal da. Oder der neue Spiel hier, neue Achsschemel. Achs, das ist das Ding nochmal. Achsträger? Nee, Achsträger haben wir getauscht. Oh, da ist noch der unten, der Nockel. Traggelenk. Das Ding ist da. Das meiste ist handlich siert, wird mit Sikaflex verschmiert. Ich habe leider keinen schwarzen Sika mehr. Deswegen ist es jetzt grau. Boah, ist nicht schlimm. Alles, was grau ist, kann man dann mit Unterbodenschuss nochmal schwarz lackieren. Wollen ja nicht hier, ne? Wollen hier ja nicht fuschen. Seht ihr, Kunst ist immer Ansichtssache. Erledigt. Hier, mein Batterie-Panzertape, Pluspol-Panzertape hat sich auch ein bisschen erweitert. So, das kann er wieder raus. Das ist wieder im Dienst. Ist okay. So kann nichts mehr passieren. Definitiv nicht. Was meint ihr? Sehen wir ihn wieder? Besser sind die Geräusche von denen hier. Ja, da diese Endstücke von der Antriebswelle. Diese Zahn, diese Gelenke da, Antriebswellengelenke. Die machen auch völlig geräumt. Wenn du einfach einstehst und Gas gibst, die klapper, 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 bis zum geht nicht mehr. Und du geradeaus fährst nicht, also ist noch im Rahmen. Sarah, ist irgendwie kaputt, aber irgendwie okay, so ist der ganze Wagen. Aber er weiß, was er gekauft hat, ne? Von Anfang an, hat die Videoreihe gesehen. Ich dachte, machst du doch von seinem weiteres Leben mit der Gurke jetzt eine Instagram-Seite. Ich weiß nicht, wie die heißt, keine Ahnung. Werden wir ja sehen, ne? Aber allein der Gedanke ist ganz witzig. Dass einer so eine Karre sich anlacht und dann deine Instagram-Seite rausmachst und sagt, wie geht das weiter mit der Gurke? Feier ich. Ja, aber sonst cool. Also Whisky ist Whisky. Ausgewhiskyt. K30 ist fertig, auch schön. Weißt du, der Part, auf den ich nicht so Bock habe, ne? Buchhaltung und aufräumen, fegen, sauber machen, wischen. Dass schon mal alles fertig ist. Oh. Scheiße, voll kein Bock. Erstmal räume ich hier die Werkbank auf. Das ist noch ein bisschen normal. Thema Pfand ist erledigt. Was ich meine mit meinem Plan, daraus einen Pfandanhänger zu machen, das ist eigentlich ganz cool, ne? Machst du zu oder hast du ihn schon bereit? Dann kannst du ihn wegbringen, wenn du Zeit hast. Fast schon traurig, ne? Jetzt habe ich meinen Autotrailer an eBay geschmissen. Na, oh, bisschen sehr schade. Besser ist das letzte Foto, wo man nichts erkennen kann. Ja, wie auch wenn der Neuer kommt, dann kann der Alte ja weg. Obwohl ich morgen wieder brauche. Ne? Also ich will ihn nicht direkt wegschmeißen, aber ich weiß ja nicht, wo ich einen zweiten Trailer hinstellen soll. Sonst. So, jetzt geht's hier weiter. Papiere sortieren, tüdeln, umräumen, gucken, was Phase ist. Weil wenn Heurer den Kram hier wieder braucht, den Tisch wieder braucht, dann muss ich ja nicht so eine Katastrophe rumlegen. Wisst ihr, was ich meine?
Jo, ey, hier unter im Papierkrieg. Seht ihr das? Furchtbar. Gut, aber ich muss gleich los vom TÜV. Muss ich mal irgendwie hinkriegen. Bücher erfolgreich gehalten. Ja, nicht ganz. Ich würde sagen, so zu 80%. Ich muss noch ein bisschen Kleinkram machen. Einkäufe müssen noch aufschreiben und das sortieren. Und jedes Fahrzeug, das ich verkaufe, kriegt dann einen eigenen Umschlag. Haben die Dinger nämlich immer. Das ist gar nicht mal so easy. Aber das ist eine andere Story. Fegen muss ich noch. Ich muss Kaffee noch machen. Damit ihr keinen Ekelanfall kriegt, wenn ihr auf unser vollgeschissenes Klo geht. Weißt du, muss ja ordentlich sein. Also ist das Leben als Typ, der halt so einen Scheiß macht, Typ, Dings, Kram. Ja, Trabantfell-Paket Nummer 1 ist da. Ich habe ziemlich viel bestellt für den 1-1er mittlerweile. Das seht ihr hier. Das hier, das kann schon mal mit. Ah nee, das kann nicht mit. Doch, kann mit. Das ist Trabant. Trabantfell, okay, das passt. Da sind schon die ersten Sachen jetzt drin für den 1-1er, damit ihr langsam mal sicher fertig wird. Oh, warte. Oh, Alter. Upp. Und endlich TÜV kriegt. Das ist ein neuer Kennzeichenhalter für den Polo, für den Grauen. Der geht jetzt mit mir gleich zusammen zum TÜV. Und dann kann Gordon schon mal das einbauen, was da drin ist. Frag mich nicht, was da drin ist. So, zurück mit dem Polo vom TÜV. Hat natürlich TÜV bekommen. Hat geklappt. Alles im grünen Bereich. Ja, jetzt gibt es nochmal so einen Ölwechsel. Und dann kann ich den Kunden anfunken, dass ich die Kiste haben kann. Gut, aussaugen könnte man nicht wunderbar, ne? Ob ein bisschen entschimmeln. Die Schimmelflecken sind komisch hier am Rand. Verstehe ich nicht. Hätte ich noch nie beim Auto gehabt. So ganz, Klar, komplett trocken, aber hier sind Schimmelflecken. So ganz verstehe ich auch nicht, wo die herkommen. Warum? Wieso? Und nur ja, einen Türrahmen? Warum? Verstehe ich auch nicht. Also fährt er echt gut, ne? Ja, natürlich. Das haben wir schon mal erledigt. Jetzt mehr Wasser mit. Dann schwimme ich hier mal einen Quorum weg und fahre dann erstmal die Kinder holen. Weil meine Frau hat eine wichtige Besprechung auf der Arbeit. Und das Ding daran ist halt, wenn sie halt wichtig am Besprechen ist da, muss ich die Kinder halt holen, weil damit sie wichtig besprechen kann. Weil mit Kindern ist schlecht zu besprechen. Versteht, was ich meine? Hauptsache was zum Besprechen. So, und danach bin ich mit Gordon nochmal was los. Wir gucken uns nochmal an. Tatsächlich ein Bauernhof, aber da wird wohl nichts werden, glaube ich. Aber es steht ein Hof zu verkaufen. Der interessiert mich wohl, aber das, naja. Ist nichts für YouTube eigentlich. So Freunde, Video ist zu Ende. Jetzt fahren wir nach Hause und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ich habe mir übrigens gerade einen Bauernhof angeguckt, der in der Gegend zu verkaufen ist. Aber ich denke, der ist nichts für uns. Das sieht nach ziemlich viel Arbeit aus und das ist mehr Arbeit, als ich mir leisten kann. So, haut rein. Alter, komm, fahr weg da. Junge, haut rein. Bis dann. Hoffe, ihr hattet Spaß. Oh, schon wieder einer. Ist immer gut hier. Ist egal. Fall drauf. Munter!